Ein Hutmacher mit Leib und Seele. Gottfried Schätz' künstliche Hand war für ihn nie ein Handicap, erinnert sich Doris Golli-Lietreiter, die Tochter des Handwerkers mit der Armprothese. Sie hat dem Medizinhistorischen Museum Ingolstadt die Hand ihres Vaters geschenkt. Ich habe es als Kind oder auch meine Kinder haben das nie als Fremdkörper empfunden. Das hat zu ihm gehört, das war uns vollkommen normal, dass er eine normale Hand und eine Holzhand hat. Und er ist keiner gewesen, der schnell aufgegeben hat. Also wenn das irgendwie nicht möglich gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich umgesattelt auf irgendwas anderes. Aber so hat er gesagt, erstmal probieren wir das, ob das nicht doch geht. Im Alter von 20 wird Gottfried Schätz im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront am linken Unterarm verletzt. Er wird amputiert. Sein Schicksal und das vieler anderer junger Kriegsversehrter, die trotz Armverlust einen handwerklichen Beruf ausführten, wird in der Ausstellung greifbar. Ja, dass es die Hand eines Handwerkers ist, macht das Ganze nochmal besonders spannend. Aber er war damit auch kein Einzelfall. Also, gerade diese jungen Männer, die damals verletzt wurden an der Ostfront, das waren häufig eigentlich gesunde, junge Männer, die ein Handwerk erlernt hatten und die danach mit ihrer Prothese versucht haben, dieses Handwerk trotzdem auszuüben. Und das ist wirklich beeindruckend, wie viele Schicksale es da gibt, wo mit ganz viel Energie und Erfindungsgeist und Lebenswillen das dann gelangt. Schätz trug die damals bewährte Sauerbruchprothese, entwickelt um 1916 von dem Mediziner Dr. Ferdinand Sauerbruch. Dieser funktionale Armersatz ermöglichte zahlreichen versehrten Soldaten nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg ein halbwegs normales Leben. Speziell diese Prothese war extrem raffiniert. Und da haben zwei kluge Männer dran gearbeitet, ein Chirurg und ein Uhrmacher. Der Chirurg Sauerbruch hat die Methode entwickelt, wie man die Muskulatur mit der Mechanik der Prothese direkt koppeln kann, sodass ich aktiv die Hand öffnen und schließen kann. Und der Uhrmacher hat den Mechanismus entwickelt, der in dieser Hand, in dieser Holzhand drin steckt, damit das mit dem Öffnen und Schließen und mit dem Arretieren auch funktioniert. Zeit seines Lebens blieb Gottfried Schätz der Sauerbruchprothese treu und verzichtete auf modernere Systeme. Im Laufe der Jahrzehnte hatte er sich mit der hölzernen Hand arrangiert. Doris Golli-Lietreiter führt das Geschäft und die Werkstatt ihres Vaters nach dessen Tod 2007 als Hutmacherin weiter. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.